Hallo und willkommen zu der angekündigten Fortsetzung von unserem letzten Multitool-Video. Dieses Video verlinke ich euch hier oben. Heute werfen wir einen Blick auf unser neues Milwaukee Starlock Multitool-Zubehör. Mehr dazu nach dem Intro. Diese neue Starlock-Reihe besteht aus insgesamt 34 Produkten, die alle möglichen Anwendungen abdecken, die man sich vorstellen kann. Alle Blätter werden standardmäßig mit einer Starlock-Aufnahme geliefert. Der Vorteil der Starlock-Aufnahme ist, dass diese Klingen auf alle gängigen Multitool-Maschinen auf dem Markt passen. Starlock ist ein werkzeuglos einrastendes System und es werden keine Werkzeuge zur Montage der Blätter benötigt. Die Starlock-Aufnahme ermöglicht es, das Blatt in einem Radius von 360 Grad zu montieren. Der Benutzer kann die Ausrichtung der Elektrowerkzeuge so justieren, dass er auch in ungünstigen und beengten Räumen problemlos arbeiten kann. Das universelle oszillierende Multitool-Sortiment ist unter anderem für Innenausbau- und Renovierungsarbeiten hervorragend geeignet. Werfen wir aber zunächst einen Blick auf das Holzblättersortiment, das für Reparatur- und Installationsarbeiten besonders geeignet ist. Die Standardblätter sind von 28 bis 65 mm erhältlich. Sie eignen sich bestens für Ausschnitte und gerade Schnitte in Hölzer. Wenn es um das Schneiden von Bodenbelägen wie Laminat- oder Massivholzparkett geht, haben wir für jede Art von Materialien und Anwendung das richtige Blatt. Holzböden werden meist aus Hartholz hergestellt und dafür haben wir ein spezielles Blatt mit extra scharfen Zähnen. Hier kann man den Unterschied in der Zahngeometrie deutlich sehen. Die Zähne sind so tief, dass sie beim Schneiden mehr Material abtragen können. Außerdem haben sie drei Schneidkanten, um einen doppelt so schnellen Arbeitsfortschritt erreichen zu können. Außerdem sorgen diese für einen insgesamt saubereren und präziseren Schnitt als Standardblätter. Wir haben auch Sägeblätter in segmentierter Ausführung für das Schneiden von unterschiedlichen Materialien. Mit einem Durchmesser von 85 mm haben diese den Vorteil, größere Abschnitte in allen Oberflächen zu schneiden. Dies ist ideal für das Schneiden von Türrahmen oder beim Verlegen von neuen Fußböden. Auch die meistverkauften Holzklingen von Milwaukee sind in zwei Varianten erhältlich: Standard oder in Bimetallqualität. Die Vorteile der Bimetallklingen sind, dass sie härtere Zähne haben und ihre Kantenschärfe nicht verlieren. Das Ergebnis sind schärfere Zähne und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu einer Standardklinge. Für Benutzer, die mit ihren Blättern eine Vielzahl von Materialien schneiden müssen, bieten wir eine Reihe von Multimaterialklingen an, die Holz, Metall und Kunststoff schneiden. Diese Klingen sind alle in einer Bimetallqualität für besonders lange Standzeiten, auch bei den härtesten Anwendungen. Diese werden typischerweise zum Schneiden von Kunststoff oder Kupfer- bzw. Metallrohren im SRK-Bereich verwendet. Mit den Multimaterialklingen kann man problemlos Rohre wandbündig schneiden und so zusätzliche Nacharbeiten minimieren. Wenn wir auf härtere Metalle, wie zum Beispiel Edelstahlschrauben treffen, ist die Lösung das Hartmetallblatt. Sägeblätter mit Hartmetallzähnen übertreffen Standard-Sägeblätter in Bezug auf Geschwindigkeit und Lebensdauer bei Hartmetallanwendungen. Hartmetallblätter sind die Lösung für das Schneiden von extrem harten Metallen und bieten eine 30 mal längere Lebensdauer als ein Standardblatt. Eine weitere häufige Renovierungsanwendung ist die Fliesensanierung. Wir haben sowohl Hartmetall- als auch diamantbesetzte Blätter zum Entfernen von defekten Wand- und Bodenfliesen im Angebot, ohne dabei Beschädigungen an angrenzenden Materialien zu verursachen. Beide Klingen gibt es entweder in 2,2 oder 1,2 mm Stärke. Diamant hat eine 5 mal längere Lebensdauer als Hartmetall,
was nützlich ist, wenn man auf einen harten Fugenmörtel oder auf Epoxidharzuntergründe trifft. Mit diesen segmentierten Klingen kann der Fugenmörtel herausgeschnitten werden, wodurch sicher der Druck auf angrenzende Fliesen reduziert wird und beschädigte Fliesen leichter entfernt werden können. Der übrig gebliebene Fliesenkleber kann mit einer Hartmetallraspel abgeschliffen werden, die durch ihre Delta-Form sehr aggressiv ist und zum Entfernen von Kleber in schwer zugänglichen Ecken verwendet werden kann. Wir haben aber auch Spezialklingen, wie unsere Messerklingen mit 3 Schneidkanten. Sie ist perfekt zum Schneiden oder zum Entfernen von altem Teppich, PVC-Belag oder Isolierungen. Auch die Reste von Teppichböden können mit unserem Schaber entfernt werden. Wir haben auch einen flexiblen Schaber, der eher zum Entfernen von weicherem Material wie Silikon geeignet ist. Für Schleifarbeiten bieten wir auch Schleifpads in Delta-Form an, mit denen der Benutzer auch in die engsten Ecken kommt. Die Aufsätze können um 120 Grad gedreht werden, um die Spitze des Schleifpapiers optimal nutzen zu können. Das Schleifpapier ist von einer groben 60er Körnung für aggressiven Materialabtrag bis zu einer 220er Körnung für feine Arbeiten erhältlich. Um das Sortiment abzurunden, bieten wir auch 2 Multitool-Klingensets an. Sowohl das 8-teilige Renovierungsset als auch das 11-teilige Multiset bieten dem Anwender die beste Lösung, um eine Vielzahl von Applikationen abzudecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen.